Wenn man mal eine Woche keine Logistik hätte oder kein Lager, kein LKW, also gerade Klopapier, wenn da nicht jede Woche der LKW kommt, also zwei oder dreimal neue Ware in den Supermarkt geht, dann gibt es einfach nichts mehr. Mein Name ist Rico von Hollen, ich bin 26, komme aus Bremen und als Logistiker versorge ich Deutschland auch in Krisenzeiten mit Lebensmitteln und Medizintechnik. Logistik sieht man eigentlich so aktiv nicht direkt, aber ich glaube, jeder hatte dieses Bild gesehen, der leeren Regale beispielsweise. Alles das, was man irgendwie sieht, was man im Markt kauft, in seinem täglichen Leben braucht, wird irgendwo umgeschlagen und irgendwo war das wahrscheinlich mal in irgendeinem von diesen Lagern. Man weiß nicht, Montag schon, der Freitag wird so. Wir haben immer ein Tagesmeeting, um zu schauen, wo stehen wir gerade, wie sieht es gerade aus, wie sind unsere Auslieferungen, gibt es bestimmte Aktionen, hat irgendein Markt eine Sonderaktion, ein Werbeprospekt beispielsweise, jeder kennt diese Sonntagszeitung, da müssen wir drauf reagieren. Also jeder Tag ist wirklich sehr getrieben von Neuem. Jetzt gerade in der aktuellen Zeit merkt man es einfach noch umso mehr, weil man sehr abhängig ist von dem, was um einen rum passiert. Man kann nicht so weit vorausplanen, also 24 Stunden ist schon viel. Wir sind wirklich sehr, sehr vorsichtig. Man hält da auch zusammen, weil man auch einfach weiß, man hat eine Aufgabe, die wichtig für alle anderen um einen rum ist. Wir versorgen Medizintechnik, Lebensmittel, also das sind Sachen, die braucht jeder von uns. Falls es wirklich einen Fall geben sollte, wenn jemand ausfällt, können wir noch Ersatz besorgen, der das Gleiche machen kann. Erstmal sind alle Kunden wichtig, aber natürlich ist es einfach noch wichtiger, einen Medizinkunden zu versorgen und ein Krankenhaus zu versorgen, als vielleicht einen Online-Händler. Der Kunde wartet vielleicht auf sein Paket einen Tag länger. Im Grunde geht ja jedes Lebensmittel und alles, was wir irgendwie produziert werden müssen, ob es Milch, Kaffee, Nudeln sind, beim Hersteller los. Wir kümmern uns darum, dass beispielsweise Kaffee aus der Fabrik abgeholt wird. Nachdem wir es dann eingelagert haben, gucken wir einfach, was sind die Bestellungen beispielsweise vom Supermarkt. Dann wird diese Bestellung bearbeitet. Also ein Staplerfahrer kümmert sich darum, dass die Ware aus dem Regal rausgefahren wird. Dann verladen wir das auf LKWs. Dann fahren wir es eigentlich direkt zu den größeren Lagern von irgendeinem Supermarkt. Also jeder Supermarkt hat nochmal ein Umschlagslager, der das dann wieder in kleineren Portionen auf die Supermärkte verteilt. Und dann geht es eben los, dass der Supermarktbetreiber wieder an seine einzelnen Supermarktfilialen das Ganze weiterverteilt. Und erst dann ist die Ware beim Kunden. Also dann erst können wir kaufen. Das dauert meistens, in dem Fallbeispiel jetzt Kaffee, 2 Tage. Man muss keine Angst haben, dass es irgendwas nicht gibt. Wir nehmen es als selbstverständlich an, dass jeder Artikel, den wir haben möchten, egal was, eigentlich immer da ist. Und was dazu gehört, dass ein LKW oder ein Container aus China kommt, umgeladen wird, vom Schiff auf den LKW ausgepackt wird, auf eine Palette gepackt wird, so weit gefahren wird, das ist doch nicht so selbstverständlich. Und diese Wahrnehmung zu schaffen, dass es doch mehr ist, als es steht irgendwie eine Packung Nudeln im Regal, klar, das wäre gut.